bei Trading Stars. Mein Name ist Stefan Fröchowski und wir haben heute den 4. Dezember 2014. Und das ist insofern ein besonderer Tag, weil wir heute mal wieder einen EZB-Zinsentscheid haben. Der ist dann um 13.45 Uhr. Und ich möchte hier in dem kurzen Video einfach mal zeigen, wie man ein solches News-Event auch nutzen kann, um erfolgreich einen Trade zu platzieren oder Trades durchzuführen auf das Währungspaar Euro-US-Dollar. Wir haben dazu auch einen kleinen Artikel in unserem Wissensbereich, also auf unserer Internetseite www.tradingstars.de, und da gibt es einen Beitrag unter Wissen, der ist explizit auf ein solches News-Trading zugeschnitten, um das Setup, was wir hier verwenden, einfach einmal kurz auch vorzustellen und wie es auch entstanden ist. Was wir dazu gemacht haben, ist das Folgende. Wir haben einfach zahlreiche EZB-Zinsentscheide ausgewertet mit der Frage, wie könnte man da am besten ein Setup aufbauen, um dort entsprechend Trades zu platzieren. Die Idee dahinter ist die folgende, nämlich wir haben ein solches News-Event, nämlich was dann formal um 13.45 Uhr ist die Bekanntgabe von der EZB. Und wir werden auf Basis von diesem Kurs werden wir zwei Trades platzieren. Das heißt, wir schauen uns hier diesen Schlusskurs 13.45 Uhr an und werden dann zwei Order platzieren. Und bauen dann darauf, dass tatsächlich, so wie hier in diesem Beispiel, eine starke Bewegung in eine Richtung entsprechend passiert. Wir haben das mal ausgewertet für zahlreiche Zinsentscheide und haben dabei dann halt festgestellt, dass typischerweise die Bewegung, die am Anfang aufgenommen wird, einfach auch längere Zeit anhält. Längere Zeit heißt hier bis zum Abend. Und auf Basis dieses Setups, sodass man einfach zwei Order platziert, eine Long- und eine Short-Order, sodass man sowohl die Bewegung nach oben entsprechend mitnehmen kann, als auch die Bewegung nach unten. Darauf basiert dann dieses Setup. Die Bewegung selbst passiert manchmal unmittelbar um 13.45 Uhr, manchmal aber auch gerne erst um 14.30 Uhr zur Pressekonferenz. Und das nutzen wir, weil wir die Order einfach im Markt platziert lassen. Wie sieht das genau aus? Das sieht so aus, wir gehen nochmal auf das Beispiel, das erste genauer ein. Und zwar werden hier auf Basis des Kurses von 13.45 Uhr, real machen wir das so, dass wir die eine Minute vorher schon platzieren, die Order auf den dann ermittelten Schlusskurs, setzen wir eine Buy-Stop-Order 0,3% oberhalb des Schlusskurses und eine Stop-Sell-Order, also eine Short-Order, auf die Unterseite ebenfalls 0,3% von dem Schlusskurs entfernt. Der Stop-Loss ist schlicht und ergreifend genau der Schlusskurs selbst. Das heißt, der Stop-Loss sitzt hier, sodass in diesem Beispiel hier gab es erst Bewegung um 13.45 Uhr in beide Richtungen. Deswegen haben wir hier diese Doji-Kerze. Das führte aber nicht zu einer Order-Ausführung. Und dann im weiteren Verlauf war es so, dass dann um 14.30 Uhr kam eine starke Bewegung. Hier wurden wir dann eingestoppt. Das heißt, wir haben eine Long-Order, die dann aktiviert wurde und konnten dann diese Order einfach nachher schließen. Da bietet sich an, einfach als Zeit, so zwischen 20 und 22 Uhr kann man den Trade einfach wieder schließen, weil dann passiert in aller Regel ohnehin nicht mehr viel. Wie soll das konkret also aussehen? Dazu haben wir einfach ein kleines Excel-Sheet hier vorbereitet, wo wir einfach den Schlusskurs entsprechend einsetzen und dann das Ganze auch so dann traden können. Ich habe das Ganze für mich auch auf meinem zweiten Bildschirm, sodass ich da dann tatsächlich den Schlusskurs eintrage. Ich gucke mal kurz ins MT4, was wir beispielsweise jetzt gerade für einen Kurs hätten für den Euro, US-Dollar. Und dann hätten wir jetzt im Moment gerade einen Kurs von 1,23, 1,38. Und diesen Kurs tragen wir einfach hier ein. 1,23, was war das nochmal? Schauen wir nochmal den 1,23, 1,28 mittlerweile. 1,23,28, das tragen wir da gleich ein. Ich mache es schon mal auf einem anderen Rechner ebenfalls. 1,23,128 und hier natürlich dann genauso. Und dann habe ich hier auch meine Order entsprechend stehen. Das heißt, ich habe hier eine Long Order, die ich bei 1,23,497 platzieren würde
mit einem Stop-Loss von 1,23, 1,28. Stop-Loss ist immer tatsächlich einfach genau der Kurs selbst. Die Short-Order würde dann auf der Unterseite bei 1,22, 7,57 platziert werden und der Stop-Loss ist identisch wie der Stop-Loss von der Long-Order. Ich habe hier auch nochmal eine Risikoberechnung für diesen Trade schon in dem Climax-Sheet mit eingebaut, nämlich wenn ich also hier 0,05 Lot handeln würde, dann wäre mein Risiko für den einzelnen Trade 15 Euro. Das sollte man auch hier nicht, je natürlich nach Kontogröße, nach Belieben, aber auch nicht übertreiben, weil es kann auch schlimmstenfalls zu ganz starken Bewegungen kommen, dass wir mit beiden Trades ausgelöst werden, weil einfach die Bewegung so heftig ist und wir gar nicht dazu kommen, zu dem, was ich noch nicht gesagt habe, mit einem Order aktiviert, wie die andere gelöscht. Da wir das hier jetzt aber auch tatsächlich manuell machen, könnte es uns also passieren, dass die Long Order aktiviert wird, in den Stop-Loss läuft und der Kurs weiter nach unten durchrasselt, da dann die Short Order aktiviert und womöglich dann auch wieder nach oben geht, sodass wir mit beiden Trades schließlich endlich im Minus landen würden. Dazu kommt noch, dass es natürlich bei News auch gerne mal zu Slippage kommt. Das heißt, die Ausführung der Order passiert nicht auf dem gewünschten Preislevel, sondern davon abweichend. Und auch das kann nochmal zusätzlich das Risiko entsprechend erhöhen. Deswegen ist immer auch ein bisschen Vorsicht walten zu lassen und deswegen nicht zu viel hier auf einmal riskieren. Einfach so, dass man sein Komfortlevel nach wie vor immer noch hat. Jetzt habe ich vorhin schon gesagt, real machen wir das natürlich so, wir können nicht genau um 13.44 Uhr, 59 Sekunden, so wie hier in dem Excel-Sheet angegeben, die Order platzieren und dann auch noch beide gleichzeitig. Das schaffen wir aus sagen, händischen Gründen nicht. Das könnte man nur vollautomatisiert natürlich dann entsprechend so machen. Von daher werde ich die Order einfach 2-3 Minuten vorher platzieren, sodass ich da Zeit habe, die in Ruhe einzutippen und werde dann um 13.45 Uhr, wenn ich den wirklichen Schlusskurs kenne, werde ich dann einfach die Order gegebenenfalls nochmal ein wenig anpassen und nach oben und nach unten jeweils verschieben. Das heißt, wir gucken jetzt hier nochmal kurz rein. Im Moment, das ist sogar fast eher ungewöhnlich, wenn wir hier in den MT4 gucken, ungewöhnlich, was hier gerade ungewöhnlich ist, dass wir tatsächlich jetzt hier in den letzten Minuten doch schon mal etwas mehr Bewegung noch bekommen. Meistens schlägt der Kurs kurz vor dem Zinsentscheid eher ein und es passiert nahezu nichts mehr. Das wird jetzt wahrscheinlich gleich auch eintreten, weil wir müssen ja dann wieder erstmal einen Kurs fixieren, auf Basis dessen werden wir die Order platzieren. Kleiner Hinweis, nicht verwundert sein, hier sind bereits Order schon platziert, die haben aber überhaupt nichts mit diesem Setup zu tun, sondern kommen aus ganz anderen Setups, von daher brauchen wir uns hier jetzt nicht weiter interessieren. So, jetzt gucken wir mal, wir haben jetzt um 13.40 Uhr, das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal den Kurs, den wir jetzt gerade aktuell haben, die 1,23, 1,81, die fixieren wir jetzt mal, 1,23, 1,81. Und auf Basis dessen werden wir jetzt die Order dann platzieren. Die habe ich jetzt auf einem anderen Rechner in einem Excel-Sheet ebenfalls eingetragen, sodass ich jetzt hier die Trades platzieren kann. Nämlich, ich will wieder 0,05 Lot handeln und das ist ein EZB. News Event und das merken wir uns schon mal, kann man den Text vielleicht nochmal benutzen. Es wird eine Pending Order, es wird eine Buy Stop Order auf der Oberseite und dann ist der Kurs 1,23551. Das sind die 0,3% oberhalb des momentan angenommenen Schlusskurses und der Stop Loss ist bei 1,23181. Ein Take Profit definieren wir hier erstmal nicht. Das heißt, diese Order können wir jetzt so entsprechend platzieren. Und das Gleiche machen wir nochmal, nämlich dann auf EZB News Event und dann als Sell Stop Order auf der Unterseite eine Short Order. Und die ist bei dem Level 1,22811, diesmal also 0,3% unterhalb des angenommenen Schlusskurses.
Und der Stop-Loss ist genauso wie gerade eben wieder die 1,22,181. So, damit haben wir die beiden Order platziert. Nochmal diese Order und also diese beiden Linien sind hier bedeutungslos. Wir haben jetzt hier Orders platziert, nämlich diese ist die eine Order. Klicken wir da mal eben eine Linie rein. Ich mache sie mal knapp daneben. Das ist die eine relevante Order, die wir gerade platziert haben. Und die zweite relevante Order wäre dann hier. Auch da die Linie bewusst ein Stückchen daneben. Im Moment passiert jetzt hier nicht mehr viel. Ich habe hier im Moment einen M15-Chart. M15 einfach deshalb, damit ich es nachher einfach habe, den echten Schlusskurs um 13.45 Uhr auch entsprechend abzulesen, weil ich dann einfach auf das Ende der, also auf die aktuelle Kerze gehe und dann hier auch den entsprechenden Close-Kurs von dieser Kerze dann entsprechend sehe. Deswegen habe ich hier als Chart-Einstellung M15 genommen. Im Moment wäre es jetzt also so, dass wir knapp falsch liegen mit unserer Order-Platzierung. Also wir müssten beide Order noch ein Stückchen nach unten schieben. Das könnte man jetzt auch bereits schon manuell eben machen. Ich warte da jetzt einfach noch die anderthalb Minuten noch ab und werde hier vorher noch nichts tun. Da kann ich nämlich sonst eher dranbleiben, weil es kann auch sein, dass jetzt gleich wieder ein Stückchen nach oben geht. Und entsprechend dann ich hier nur noch dranbleibe. Was zu beachten ist, wenn also jetzt die eine Order angenommen, wir gehen nach Norden raus, dann würde diese Order hier aktiviert werden, dass wir dann entsprechend die Order hier unten dann löschen und diese halt entfernen, damit wir nicht bei einer, wenn hier so eine wellenartige Bewegung kommt, dass wir dann mit beiden Orders irgendwann ausgeführt werden. Wir wollen nur eine, so ist die Strategie entstanden. Und wir bauen nicht darauf, dass wir dann vielleicht mit dem anderen Trade vielleicht dann doch einen noch viel höheren Gewinn erzielen können. Das werden wir hier so nicht machen. Wie geht's also weiter? Wir waren jetzt auf die 13,45 in 45 Sekunden, nehmen uns dann den wirklich tatsächlich offiziellen Schlusskurs, würden dann gegebenenfalls die Order verschieben. Und danach brauchen wir einfach nur noch beobachten, ob eine von den beiden Ordern ausgeführt wird und würden dann die andere entsprechend löschen. Im weiteren Verlauf wäre es dann so, dass wenn der Fall eingetreten ist, dass eine aktiviert ist, wir die andere gelöscht haben, dass wir dann einfach heute Abend gegen 20 Uhr den Trade beenden, sofern er nicht vorher durch den Stop-Loss beendet wurde. So, wir kommen jetzt ein bisschen hier auf die Südseite verschoben. Wir haben jetzt gleich 13,45. Jetzt gucken wir nochmal eben, ob welchen Schlusskurs wir eigentlich hier haben. Nämlich, wir haben hier einen Schlusskurs von 1,23,106. Den übernehme ich in mein Excel-Sheet, 1,23,106 und kann dann jetzt entsprechend die Order hier verändern. Man sieht im Moment, dass noch nicht viel passiert. Das heißt, besonders hektisch wird es nicht. Das heißt, wir können jetzt die Order entsprechend verändern. Fangen wir auf der Südseite an. Die Südseite wollen wir verändern auf einen Preis jetzt von 1,22,737 und der Stop-Loss rutscht jetzt auf 1,23,106. Damit haben wir die Order verschoben. Das machen wir mit der Long-Order natürlich ganz genauso. Die wird jetzt verschoben auf den Wert 1,23,475 und den Stop-Loss, der geht auf 1,23,106, was ja auch der 13,45 Schlusskurs dann entsprechend war. So, das heißt, wir haben wieder hier diese beiden Order jetzt im Markt. Das heißt, ich ziehe mal eben die eine Linie hier knapp hin und die andere entsprechend hier hin. Und damit haben wir jetzt hier symmetrisch um den Schlusskurs von 13,45 unsere Order platziert und warten jetzt einfach, was im weiteren Verlauf passiert. Da jetzt aktuell noch gar nichts passiert ist und das ist wirklich sehr, sehr ruhiges Verhalten, wird auch wahrscheinlich in der nächsten Dreiviertelstunde nicht viel passieren. Die nächste Bewegung kann man dann eher um 14.30 Uhr erwarten, wenn halt die Pressekonferenz entsprechend losgeht.
Ansonsten ist also jetzt hier nur noch Warten angesagt. Warten darauf, dass eine von beiden Ordern ausgeführt wird, um dann die Gegenseite entsprechend zu löschen. Und dann wird der Trade einfach heute Abend entsprechend beendet. Also hier jetzt nichts mehr weiter zu tun, deswegen beenden wir auch erstmal hier an dieser Stelle das Video, wenn es dann also zur Ausführung kommt, die andere Seite löschen und heute Abend den Trade entsprechend beenden. Soweit von mir. Als erster Zwischenstand, wir hören uns dann wieder spätestens mit dem Schluss dieses Trades, wenn er denn ausgeführt wird. Die Aufzeichnung mache ich dann heute Abend um 20 Uhr. Okay, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss. Herzlich willkommen bei Trading Stars. Heute jetzt Teil 2 des EZB-Zinsentscheids. Wir haben immer noch den 4. Dezember 2014, nur mittlerweile nicht mehr 13:45 Uhr, sondern natürlich ungefähr 20 Uhr. Es wird einfach Zeit, den Trade zu schließen. Es wurde auch einer zwischenzeitlich eröffnet, entsprechend dem Setup und so, wie wir es auch zusammen um 13:45 Uhr mal gezeigt hatten. Dazu wechseln wir natürlich wieder in den MT4 und schauen uns das Ganze mal eben kurz an, was da wie passiert ist. Wir hatten einen Trade platziert, also genau genommen zwei Trades platziert. Einmal den, den man jetzt hier noch sieht. Ein zweiter war dann hier unten auf der Unterseite. Also hier knapp unter dieser dicken Linie. Und um 13:45 Uhr war ja zunächst mal noch gar nichts passiert. Unsere Order blieben im Markt. Die Stop-Buy-Order auf der Ober- und die Sell-Stop auf der Unterseite. Da ist erstmal nichts passiert und erst im Rahmen der Pressekonferenz ab 14.30 Uhr kam dann wirklich Bewegung in den Markt. Hier war es so, dass wir auch tatsächlich erstmal auf die Südseite kurz geswitcht sind und beinahe auf der Südseite unseren Stop-Level erreicht hätten. Haben wir aber nicht. Das heißt, da wurde der Short-Trade nicht aktiviert, sondern wir sind eingestoppt worden auf der Nordseite an dieser Stelle. Und im Weiteren, als das passiert ist, habe ich die Order, die Short Order gelöscht. Und danach ist der Kurs halt schön weiter nach oben gelaufen, bis hier an den oberen Rand mit dieser Kerze. Dann setzt jetzt hier eine Gegenbewegung ein. In aller Regel passiert jetzt in den nächsten Stunden da an der Stelle gar nichts mehr. Im Rückblick kann man jetzt sagen, okay, wir beenden den Trade. Wir haben ein paar Euro hier liegen wir im Plus. Das ist schön. Wir waren zwischendurch etwas weiter im Plus. Wer hier den Trade etwas anders gemanagt hätte, mit einem Nachziehen des Stop-Losses oder sogar auch einem Take-Profit, das Zweifache hatten wir also auf jeden Fall schon in der Tasche. Wir hatten 15 Euro riskiert. Ich hatte mal gesehen, dass zwischendurch war der Trade auch schon mal so bei knapp 40 Euro im Plus. Jetzt haben wir aktuell vielleicht noch 6 Euro. Gut, der eine oder andere wird sagen, ist ja nicht viel. Umgekehrt, wir haben auch fast nichts getan. Von daher können wir auch mit dem Ergebnis absolut zufrieden sein. Das heißt, wir können, ups, die Linie, nein, das geht auch nicht. Ich muss auf den Trade und möchte den jetzt auch entsprechend löschen. So, die Linie ist weg und dann können wir endlich auch diesen Trade schließen und wir schließen einfach zum aktuellen Preis und haben den Trade im Sack. Können also ein kleines Plus von ungefähr 5 Euro hier noch verbuchen, aber beenden den Trade. Man hätte auch den Stop-Loss meinetwegen wieder auf einen Stand nachziehen können. Aber das sind Sachen, die man machen kann, aber nicht machen muss. Ich bleibe bei meinen Grundeinstellungen dieses Setups. Und konnte dann so heute auch hier einen kleinen Gewinn einfahren. So einfach funktioniert. Wir gucken nochmal kurz auf die Historie, wie das eigentlich sich so über die vielen, vielen EZB-Zinsentscheide dargestellt hat. Dazu gehen wir nochmal kurz hier in den Wissensbereich und gucken nochmal das News Trading. News Trading leicht gemacht. Jetzt war ich schon wieder verwirrt. Und gucken mal auf das, was so über die letzten anderthalb Jahre da möglich war.
Wenn man jeweils immer ein R riskiert, also die Summe, die man bereit ist, pro Trade auch zu verlieren, dann hat man diese Equity-Kurve erreicht. Es gibt halt Gewinner, es gibt auch mal Verlierer. Hier gab es auch einen solchen Verlierer, hier hinten auch. Ich glaube, vor zwei Zins entscheiden gab es auch mal wieder einen Verlierer. Aber in Summe überwiegen die Gewinner und meistens auch durchaus mit mehr als einem R gewinnen, auch wenn wir heute da nur so ein knappes halbes R Gewinn gemacht haben. Aber es summiert sich, auch mit diesem Setup kann man halt einmal im Monat eine besondere Strategie handeln. Und das ist ja das Wichtige, dass wir da vielfältig sind, das eine zum anderen kommt und in Summe dadurch weiterkommen. Soweit von mir. Dann, wann auch immer Sie das hören, einen schönen Abend, einen schönen Tag, welche Tageszeit dann auch immer passt. Bis dahin, Stefan Kobychowski. Machen Sie es gut. Tschüss.